Ich spiele ein Deck mit 8 Zaubern auf 9000 Trophäen, doch was dann passiert, kannst du dir nicht vorstellen. Viel Spaß! Sag gerne Creator Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop ein. Immer mehr von euch machen das, Kurs geht raus und wir gehen rein. The King aus ZZZ, Ziel ist es mindestens einmal zu gewinnen und wir geben direkt alles, Freunde. Nur mit Spells ist der maximale Disrespect für einen jeden Kollegen auf 9000 Trophäen oder für denjenigen, der es doch schaffen will. Wir hauen die Rakete direkt auf den Magier und flapschen dem Gegner direkt die Rocket in die Fresse. Genauso stelle ich mir das vor. The King mit Skeletten. Skelette, Magier und Pennymaker. Könnte auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Ich würde sagen, wir lassen den sogar fast schon durchlaufen, beziehungsweise spielen jetzt diesen hier, diesen Tornado rein. Der Tornado reicht nicht. Egal, da haben wir das Lock. Alles gut, passt. Ist okay. Welt in Ordnung. Wir sind noch... Oh mein Gott. Und der Gegner ist genauso eine geistige Mülldose, wie ich mir das vorgestellt habe. Natürlich noch von ihm, klar. Aber es ist Sparky. Sparky ist erstmal da. Da hauen wir natürlich direkt unser Ding ran. Der Gegner hat keine Pfeile mehr. Also alles Gucci. Das können wir gleich sehr, sehr gut abwehren. Wir können nämlich gleich einfach einen Barbel in die Masse reinhauen. Oh, das ist so geil. Guckt euch diesen Gegner an. Der Gegner spielt den Sparky. Und wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort, Freunde. Let's go. Wir haben nur Zauber und versuchen, das Ding jetzt hier zu holen gegen The King. Es sieht bisher fantastisch gut aus. Jetzt müssen wir allerdings einmal warten, weil wir noch keine Karte haben, die wir gerade irgendwie setzen können. Wenn wir jetzt Barbel spielen, katastrophal. Wenn wir Poison auf seinen Turm hauen. Okay, jetzt spielen wir Bubble da rein, genau. Jetzt können wir gucken, was der Gegner hier macht. Jetzt gibt es auf jeden Fall diesen Nado einmal nach hinten. Im fast perfekten Timing, leider eine Millisekunde zu spät. Okay, jetzt müsste jetzt kracht ein bisschen rein. Jetzt kracht ein bisschen rein, Freunde. Ich habe keine Ahnung, warum der Gegner... Kein Hit. Ich wollte gerade sagen, Digga, Alter, habt ihr innegehalten? Habt ihr zu Hause mit innegehalten? Wenn ja, dann jetzt eins in die Kommentare, beziehungsweise schreibt in die Kommentare, ob ihr das gerade genauso innegehalten habt wie wir. Der Gegner hat den AG und den AG zu verteidigen wird eine absolut bestialische Bärenaufgabe, Freunde. Da müssen wir poisonen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der Sparky random überlebt. Wir können theoretisch unseren Poison-Spell spiegeln, aber ich glaube, wir lassen das Ganze mal. Ne, wir machen es, wir machen es. Let's go. Mal sehen, ob der Gegner es überhaupt checkt. Okay, der Gegner mit dem Magier hinten. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir werfen einfach mal die Rocket drauf. Könnte oder ist natürlich ohne Frage sehr, sehr aggressiv. Nail und diesen ganzen Lachs einfach nach hinten. Der Gegner zappt noch ohne Grund. Okay, sehr, sehr interessant. Machen wir direkt Luftpost und Barbel rein. Sollte eigentlich okay sein, dass dieser ganze Lachs hier vielleicht einigermaßen... Bitte nicht. Okay, Nail nach hinten ist okay. Wir leben noch. Wir sind noch alive, Freunde. Wir sind somehow, someway noch alive. Jetzt ist die Frage, können wir gegen diesen Gegner, gegen diesen Spark jetzt irgendwas tun? Ich glaube, wir müssen den gegnerischen Turm jetzt gleich holen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall den Turm. Wir müssen jetzt hier die Puffkloss reinklatschen, ganz klar. Der Gegner Lightning, das ist okay, der Lightning war interessant. Jetzt gibt es hier natürlich die erste Rocket drüber, let's go. Und jetzt warte mal, Poison! Magiebrücke, Lock, Nado. Das haben wir! Let's go! Wichtig, da ist Deathspin online! Wie Sergi, und jetzt geht die Post ab, Freunde. Wenn wir mit diesem Deck hier wirklich jetzt gewinnen, dann falle ich vom Glauben ab. Lock ist da. Der Gegner mit den Skelettdrachen. Da gibt es natürlich direkt einmal das Core fast drauf, sobald die Scalex schön außerhalb der großartigen Reichweite geflogen sind. Sehr schön. Jetzt werden wir hier mal den Nado reinkloppen, weil wir sowieso keine andere Möglichkeit haben. Also alles entspannt. Kein Schaden hier zu kassieren ist sehr gut. Und wir sind Stand jetzt in Führung. Das wird sich aber natürlich bestimmt irgendwann ändern. Die Frage ist, was machen wir, wenn der Gegner jetzt hier... Okay, da werden wir aber die Luftpost reinhauen, weil ich kein Interesse daran habe. Okay, er hat die... Er hat die Elixianische und der Spin hat die Rakete. Vamos! Jetzt bin ich gespannt, was der Gegner macht. Wie wild wäre, wenn er jetzt einen Spiegel hätte und die Pumpe spiegeln würde? Ich würde mich kaputt lachen. Okay, Rekruten. Warte mal, Rekruten. Rekruten? Wie wollen wir Rekruten verteidigen? Also jetzt wird es, glaube ich, vogelwild, oder? Wir müssen jetzt loggen. Dann müssen wir auf der anderen Seite... Okay, jetzt gibt es hier ein Poison. Dann müssen wir hier irgendwie so einen Nado spielen, der komplett dämlich ist. Hier müssen wir die Luftpost spielen. Den Fischer müssen wir connecten lassen. Ja. So einfach ist es. Leider. Wir müssen Schaden auf beiden Seiten kassieren, aber die Welt ist noch in Ordnung. Wir sind auf jeden Fall noch alive. Die Frage ist halt auch für die Zukunft, wie ich das verteidigen will. Wenn der Gegner in der doppelten Elixierphase Rekruten spielt, dann muss ich auf beide an der Brücke Poison hauen. Das Problem ist, der Gegner wird irgendwann natürlich seine Evolutionsrekruten haben. Und wenn er die hat, Freunde, dann sehe ich hier ganz, 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 ganz schwarz für den Spin und unsere Entwicklung in diesem Game. Werfen auf jeden Fall hier mal die Rakete drauf. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ganz klar. Und jetzt bin ich extrem gespannt, wie ein X-Bogen, was der Gegner sich jetzt hier noch so schön überlegt hat. Irgendwas muss er machen, ne? Irgendwas muss er jetzt hier
rausquetschen. Okay, es sind die Rekruten. Es sind die Rekruten, Freunde. Es sind die Rekruten und das könnte jetzt richtig herb krachen. Wir müssen jetzt hier loggen, hier den Poison draufhauen. Die Teamviecher sollten hoffentlich draufgehen. Auf der anderen Seite müssen wir auch poisonen und im Zweifel sogar noch hier das spielen. Okay, der geht nach doch ein Prinz ohne Grund. Oh mein Gott, die überleben das, ne? Die überleben das fast. Aber zum Glück noch fast. Aber zum Glück noch fast, Freunde. Wir sind online. Die Welt ist in Ordnung. Wir nähern hier rein. Hier gibt es einen Log auf den Prinzen, damit der jetzt nicht Schaden macht. Wir haben keine Elixier, ne? Wir haben absolut keine Elixier. Was ist das für ein Gegner? Cool, fast ist okay. Alter, wir spielen das so gut, ne? Ich gebe alles. Ich gebe gerade mein allerbestes, ne? Ich gebe mein allerbestes, um dieses Game irgendwie zu gewinnen. Aber ich weiß, die nächsten Rekruten werden hinten kommen. Wir müssen, oh, okay. Gibt die nächste Rakete. Let's go. Abfahrt. Rakete kommt rein. Der Gegner wird vermutlich dann gleich wieder seine nächste Rekruten setzen. Dann können wir sie wieder einmal poisonen, ne? Dann machen wir wieder einfach Double Poison. Hier ein Poison und da ein Poison. Sollte eigentlich okay sein. Sollte okay sein. Wir müssen irgendwas so machen. Guckt euch das an. Es ist völlig absurd, was hier gerade abgeht. Es ist komplett absurd. Jetzt gibt es hier eine Nado rein wieder. Das ist gut eigentlich. Das sollte eigentlich reichen. Hier gibt es einen Log. Hier gibt es einen Barpel. Und hier gibt es natürlich die Puffloss rein. Gar keine Frage, damit wir das Ding hier irgendwie lösen. Der Fischer ist nicht dran, was natürlich für uns unfassbar wichtig ist. Auf der anderen Seite den Bettschaden. Wenn es welcher wird, können wir zulassen. Ja, Goblin Barrel jetzt hier auf die linke Seite. Geht nach Hard Arrows. Wir können jetzt nicht weiter reingehen. Wenn wir das Ding spiegeln, haben wir keinen Spiegelpoison mehr. Und das könnte krachen. Genau, sein nächstes Ding kommt, seine nächste Pumpe. Junge, wann checkst du, dass du die Pumpe in die Mitte spielen musst? Junge, was ist mit dir? Aber es ist okay, wir nehmen es natürlich hin, ne? Klar, wir nehmen es hin. Wir spiegeln wieder unseren Poison. Das Problem ist jetzt natürlich, irgendwo werden gleich die Rekruten durchkommen. Und wenn die Rekruten gleich irgendwo durchkommen, dann könnte das richtig scheppern. Wir müssen das Ganze so spielen hier. Zack, guter Nado, let's go. Hier gibt es einen Barpel, hier gibt es einen Lock. Die Welt ist noch in Ordnung, das Problem ist jetzt. Jetzt wird es ein Problem, oder? Wobei, nee, geht noch klar. Fischer da rein, okay, dann machen wir das goblinische Barrel. Ich habe absolut gar keinen Bock. Hoffentlich spiele keine Pfeile, bitte keine Pfeile, bitte keine. Okay, warte. Wir sind da. Alles gut, wir sind da. Wir sind noch da. Die Welt ist noch in Ordnung. Das Problem ist halt, ich kriege diesen Fischer nicht weg, Digga. Ich muss die Rekruten Poison spiegeln und das scheppert einfach so geil. Geisterkrank rein, ne? Ich muss ihn eigentlich durchlaufen lassen, ja. Ich muss ihn durchlaufen lassen. Wir müssen jetzt hier loggen. Der geht dann mit der nächsten Pumpe, gibt natürlich die nächste Rocket rein. Aber jetzt müssen wir langsam, aber sicher. Er hat noch keine Pfeile, er hat noch keine Arrows. Okay. Spielt gute Rekruten, wir poisonen die hier. Und auf der anderen Seite versuchen wir was anderes. Wir versuchen jetzt hier, okay, Luftpost into Barbaren, nee, into Spiegelluftpost, ja, into Spiegelluftpost, let's go, hier noch ein Nado rein, damit die auch getroffen werden und draufgehen, das war gut, let's go, hier gibt's ein schönes Holz und natürlich hier auch nochmal ein schönes defensives Koalfass, Alter, was ist das für ein Game, was ist das für ein geisterkrank gestörtes Game hier gerade, Luftpostspiegel, könnte gut sein hier, könnte sehr, sehr gut sein, ja, hier nochmal ein Log rein, damit die Drecksviecher draufgehen, das ist auch ganz okay, würde ich behaupten, jetzt gibt's hier das, oh, nein, Luftpost wieder rein. Alles gut. Wir sind online. Alles gut, wir sind online. Wir sind online. Warum ist der dran? Der Dragon! Lock. Poison. Rakete. Ja. Gönn. Ja! Let's go! Wir sind der Goat! Wichtig! Kollege Timeout, und jetzt ist die Frage, was hat Timeout? Wir haben alles auf der Hand. Rakete gegen Pumpe, Barpel, Nado gegen Lock, potenziellen Hawkrider. Also wir haben verschiedene Sachen am Start, die uns in diesem Game jetzt hier sehr, sehr helfen können. Ich würde sagen, wir werden einmal den Poison draufzeigen auf seinen Turm. Einfach nur mal, um zu schauen, was der Gegner jetzt hier macht. Ja, einfach nur mal, um zu gucken. Wir können direkt auch mal das koboldianische Bell raufwerfen. Der Gegner macht nichts! Okay, er hat Lock. Er ist anwesend und er will spielen. Die Frage ist natürlich, was zockt er jetzt? Okay, Nado, er hat auf jeden Fall diverse Antworten, aber wir haben einen Schadensvorteil. Ich habe noch keine Ahnung, was der Gegner spielt. Es könnte Hawk Echse sein. Also halten wir die... Es ist der Pissbogen! Freunde... Jetzt habe ich eine persönliche Kriegsführung gegen diesen Gegner. Es wird scheppern. Der Gegner darf dieses Game nicht gewinnen. Auf gar keinen Fall darf der dieses Game mit dem Pissbogen gewinnen. Es darf nicht passieren. Wir loggen hier einmal rein. Einfach um zu schauen, was der Gegner jetzt hier macht. Er hat die Queen, okay. Die Queen ist am Start. Da gibt es direkt einmal den Poison drauf. Und dann schauen wir mal, was der Gegner jetzt hier gegen macht. Zack, Poison ist da. Dann könnte der Gegner natürlich jetzt versuchen, seinen nächsten X-Bogen irgendwo zu spielen. Oder was er sich jetzt überlegt. Der Gegner mit der Queen. Okay, ich würde sagen, wir machen das mal so. Zack, Nero zurück. Er würde mich jetzt zünden. Er zündet sauber. Genau das wollten wir, Freunde. Und die nächste Rakete steht bereit. Das Problem ist, wir kassieren immer und immer wieder Schaden. Wir werden jetzt die Luftpost reinhauen, weil er wird den X-Bogen jetzt bringen. Aber er könnte natürlich jetzt hier mit dem Ritter, sage ich mal, dadurch auf die Fresse fliegen. Okay, er geht... Oh.
Und er spielt den Tesla hinten. Und das ist so gut für uns. Und da können wir richtig Druck machen. Beziehungsweise wir lassen die Ritter einmal nichts machen. Sehr gut. Nächstes Kohlfass kommt drauf. Und wir haben die Rakete. Wir sind Vollspell. Wir schlagen den X-Bogen mit seinen eigenen Waffen, Freunde. Genau das wollen wir haben. Jetzt gibt es das Lock hier rein. Zack, let's go. Dann wird der Gegner genau jetzt seinen X-Bogen spielen. Und da kommt doch Babel Raketenpolitik reingelassen. Wichtig! Und es gibt ein BM. Es gibt jetzt schon den BM. Es gibt jetzt schon den BM, Freunde. Der Gegner ist stinksauer. Der Gegner will einfach den X-Bogen zocken. Er will einfach anderen Leuten auf den Senkel gehen. Und wir sind der originale Kontorsenkel, der Senkelgänger, Freunde. Und genau da sind wir. Genau da sind wir. Wir müssen jetzt hier Doppellock und Babel draufhauen, damit der X-Bogen instant drauf geht. Das ist gelungen. Wichtig. Let's go. Geil. Und wir haben einen Schadensfutter. Wir sind im Schadensfutter von über 1100, Freunde. Nächste Pufflos kommt rein. Das sollte auch reichen eigentlich. Let's go. Das passt alles. Jetzt werfen wir hier einmal das Koboldfass drauf. Mal gucken, was der Gegner dagegen machen wird. Ob der überhaupt jetzt in irgendeiner Form das Lock kommt. Okay, der Gegner lockt, ja. Hat auch gereicht tatsächlich. Ich dachte, eventuell fällt er. Wir müssen jetzt warten, was er macht. Okay, er macht den nächsten. Er wird den nächsten X-Punkt spielen. Ja, da kommt er rein. Da müssen wir instant die nächste Rakete draufhauen, damit das Ding hier natürlich jetzt nicht komplett eskaliert. Es ist ein bisschen Schaden, aber wir sind dran, Freunde. Wir sind dran. Das ist so wichtig gegen X-Punkt. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Let's go. Hier den Poison. Poison drauf, das ist auch gut. Let's go. Dann können wir gleich die Puffflosse wieder draufschmeißen. Je nachdem, was der Gegner sich natürlich jetzt hier überlegt haben wird. Aber er sollte eigentlich wieder versuchen reinzugehen. Ja. Eigentlich sollte es ein erklärtes Ziel sein, wieder zu versuchen reinzugehen mit dem pistianischen Bogen. Wir werfen auf jeden Fall hier mal das Koboldfass wieder rüber. Let's go. Mal sehen, was der Gegner dagegen macht. Beziehungsweise, ob da überhaupt was kommt. Es kommt nichts. Es kommt nichts. Der Gegner gibt auf. Ja, guck mal. Ich habe Kobolde. Na, schau mal. Hallo, Teamot. Ich habe Kobolde. Na, ich warte jetzt noch ein bisschen, weil ich habe richtig Lust, dich noch ein bisschen zu BM. Du bist nämlich einer der X-Bogen-Spieler. Und was macht das mit mir kleinen X-Bogen-Spielern? Richtig! Er BM-t sie. Er BM-t sie. Weil er es richtig schön findet, die Leute mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ach, Zauber, mein Bester. Ach, Zauber habe ich für dich im Angebot. Und du, weißt du, was du hast? Du hast null Chance. Unser erster Gegner, der es noch nicht geschafft hat, auf die 9000. Und der könnte jetzt... Oh mein Gott, nein, ich habe das im Cycle... Warum habe ich denn keine verdammten Tornado am Start, Mann? Ich habe 7 Millionen Spells. Wo ist er? Mann! Okay, der Gegner hat Hunter. Ist okay. Hunter können wir kontern mit der Luftpost. Ist relativ easy eigentlich, würde ich sagen. Genau, werden wir auf jeden Fall gleich warten und dann die Luftpost so reinspielen, dass der Gegner hier entsprechend nicht mehr durchkommt. Die Frage ist, können wir es schaffen, gegen diesen Gegner hier zu gewinnen? Das ist das große Ding. Kriegen wir das hin? Wenn wir das hinbekommen, dann ist der Gegner so dermaßen bedient. Dann hindern wir ihn einfach in den letzten Zügen auf 8 oder auf 9000 Trophäen, besser gesagt, zu kommen. Wir werden ein bisschen warten mit dem Poison, weil ich predige, dass jetzt hier ein Grabstein kommt. Komm. Er kommt nicht. Okay, er kommt nicht. Dann gibt es hier trotzdem den Poison rein. Da gibt es natürlich auch hier einmal den gespiegelten Poison. Der sollte eigentlich ganz gut dafür sorgen. Okay, was gibt das jetzt hier? Wir müssen loggen und dann noch den Nado reinspielen, damit wir nicht komplett aufs Mäulchen bekommen. Das Ding ist, die Rekruten sind dran. Die Rekruten sind am Turm. Die Rekruten könnten uns Probleme machen, aber der Gegner hat den Kanonier. Von daher ist alles gut. Der Gegner hat den Kanonier und ich weiß nicht, ob der Gegner bisher irgendwas gegen das Koalfass gezeigt hat, weil wenn er dagegen irgendwas hat, dann wird es natürlich ein bisschen eng für uns durchzukommen, ne? Ganz klar. Koalfass kommt rein. Okay, er hat bisher nichts. Er hat nicht. Okay, Luftpost. Luftpost hat er. Er hat die Luftpost. Er hat die Luftpost. Wir haben dagegen aber Antworten. Wir können das Ding auf jeden Fall gewinnen. Gibt hier einen Poison rein. Der sollte okay sein. Genau auf der Seite können wir auch gerne Schaden kassieren. Das ist absolut gar kein Problem. Wenn wir da jetzt mal einen Hit fressen. Das Problem wird jetzt sein, die Rekruten. Die Rekruten werden nämlich ganz anders schippen. Wir müssen Poison, Luftpost, Barbel und das Log dafür verwenden. Je nachdem, wo die eben reinkommen. Am besten auf dieser Seite. Okay, die kommen nicht rein. Okay, das ist geil. Die kommen nicht rein. Der Gegner versucht es so zu lösen. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Plan. Da müssen wir jetzt hier loggen und hier nochmal einen Log reinspielen. Das Log hätten wir uns sparen können. Das war absoluter Müll, aber okay. Jetzt könnten die Rekruten hier reinkommen und die könnten jetzt richtig scheppern. Ja, die Rekruten könnten jetzt gigantisch doll scheppern. Alter Lachs, okay, wir machen das so. Auf der anderen Seite muss es das Barbell geben. Es muss das Barbell sein. Es muss hier vor allen Dingen auch das Log sein. Und hier muss es dann nochmal das Koalfass sein, damit wir irgendwie es verteidigt bekommen. Der Ebus ist dran. Oh, das wird so schwer, ne? Das wird so schwer, das Game zu gewinnen. Es wird so schwer. Ich habe gerade mein allerbestes gegeben in der Defense, aber der Gegner ist da nicht schlecht. Vor allen Dingen der Gegner will natürlich auch, ne? Der will es jetzt wissen. Der will dieses Game unbedingt gewinnen. Der Gegner kratzt sich nur am Kopf gerade, weil er einfach nicht checkt, was hier abgeht. Machen hier den Nado rein, zack, das ist okay. Aber wenn wir das jetzt halten, ne, wenn wir das jetzt halten, können wir das Real Rap noch gewinnen. Das Problem ist, der Gegner hat erkannt, dass er einfach die ganze Zeit seine Rekruten an der Brücke spielen kann. Und genau das ist halt ein riesengroßes Problem für uns, weil diese Rekruten an der Brücke, die werden wir nicht los. Der Hunter one-shot unseren Kollegen hier. Jetzt nochmal das Barrel hier rein, aber das Barrel war, glaube ich, unnötig. Aber der Gegner
Das ist okay. Der Gegner hat keine Möglichkeit, das irgendwie gescheit zu bestrafen. Jetzt kommt das. Da können wir einen Poison reinspielen. Der Gegner jetzt mit einem durchaus guten Move, ja. Aber die Bogenschütze wird gefokust. Deswegen passt das. Das sind zwei Hits. Das ist okay. Also das müssen wir vertragen. Oh mein Gott. Okay. Wir machen Bubble, Bubble, Spiegel. Wir machen Luftpost. Und wir machen dann hier noch einen Lock. Das muss reichen, das muss reichen. Anders kriegen wir es eh nicht hin. Ja, das muss reichen. Es ist okay, es ist okay. Es ist einigermaßen okay. Jetzt hier das defensive Core fast nochmal rein. Zack, der Gegner hier mit wilden Bogenschützen. Gibt von uns das Barbell, damit die hier keinen Schaden machen. Und wir sind noch im Rennen, Freunde. Wir sind noch im Rennen. Knapp, aber wir sind noch da. Der Gegner jetzt hier auch die ganze Zeit mit dem BM. Wir spielen den Nado rein. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Er wird wieder die Rekrutenbrücke platzieren. Er macht die ganze Zeit nichts anderes, Freunde. Wir müssen jetzt hier poisonen. Würde ich zumindest behaupten. Dann loggen wir hier. Auf der anderen Seite gibt es hier die Luftpost rein. Und hier nochmal die gespiegelte Luftpost, weil ich absolut gar keinen Bock darauf habe, dass die Rekruten jetzt hier meine Ehre in irgendeiner Form zertrümmern. Ist okay, wir sind da, Freunde. Jetzt hier das nächste Core fast drauf, weil wir haben gleich Nado gegen seinen Schweinereiter, Freunde. Wir sind da. Der Gegner zappt, okay, geil. Und ein Evo ist noch sauber, viel Dixie gewastet. Loggen das Ganze, spielen nochmal Holz rein. Also umgekehrt. Jetzt wird es natürlich hier den entsprechenden Nado geben. Es ist ein Hit, aber den können wir verkraften. Ein Hit ist okay. Ein Hit ist okay. Wir leben am absoluten Limit, Freunde. Ich hoffe, ihr checkt das. Der Gegner macht nichts anderes, als Rekruten an der Brücke zu spammen, wie ein absoluter Dulli. Und wir stehen hier und müssen dagegen jetzt irgendwie klarkommen. Loggen das Ganze sollte okay sein, ja. Ich hoffe, dass diese Rekruten jetzt nicht ranchargen werden. Ist aber, sieht nicht so aus. Let's go. Sieht nicht so aus. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt gibt es hier den Nado. Auf der anderen Seite gibt es hier natürlich die Luftpost, damit der Kollege nichts macht. Oh mein Gott, wir haben es! Oh, und ich wäre so sauer, wenn ich ehrlich. Ich wäre so sauer, er hat nur gegen Spells verloren auf Kurzwort EuK. Marcello mit dem Sparkit. Wir spielen einmal direkt das Goblin. Pass auf seinen Turm. Mal sehen, was der Gegner jetzt hier gemacht. Der Gegner macht dagegen einfach mal gar nichts. Er lässt es komplett durchlaufen. Ich würde sagen, wir werfen hier einmal die Rakete drauf. Oh, guckt euch doch direkt die Rakete an. Dieser Gegner wieder. Oh mein Gott, okay, warte mal. Wir müssen ganz kurz chillen. Wir müssen ganz kurz chillen. Oh mein Gott, der Gegner hat einen Tonzauber. Ich kann das alles nicht. Das war die perfekte Defense. Das war die absolut perfekte Defense. Bitte belohne mich jemand dafür. Bitte. Ich will einfach das Game gewinnen. Ich will einfach nur das Game gewinnen. Ich habe es so geisterkrank gut gespielt. Es ist insane. Okay, jetzt ist die Frage, können wir das Game irgendwie gewinnen? Kriegen wir das irgendwie jetzt hin, auch dieses Game zu gewinnen, Freunde? Ich will es haben. Ich will hier die Medaillen haben, beziehungsweise das Game gewinnen. Das will ich eigentlich haben. Was für Medaillen? Was labe ich da für Müll? Werfen das Core fast rüber. Let's go. Die Bats sollten durchlaufen. Das ist okay. Die können wir, oder werden wir besser gesagt, nicht verteidigen. Der geht mit dem interessanten Nado, ja. Das gibt direkt das nächste Pass rein. Let's go. Aber ich habe das Gefühl, dass sein Deck uns so hart wegschaffen wird. Der Gegner hat noch Guards, okay. Der Gegner hat noch die Guards. Die Guards Level 14 können wir. Wir poisonen das Ganze mal. Ich habe keinen Bock, dass er jetzt hier random klont. Auf die Idee kommt er nicht. Okay, nice. Dann kriegen wir trotzdem hier absolut gar keinen Schaden. Sehr gut. Wir sind anwesend. Wir sind am Start, Freunde. Die Welt ist gerade für den Spin in Ordnung. Ich würde sagen, wir loggen das. Okay, jetzt gibt es hier den. Gibt ein Nado. Jetzt Nado, nice. Jetzt das Ding. Jetzt wird er klonen. Komm, klon. Oh ne, er wird es nachher klonen. Er wird es jetzt klonen, oder? Er klont gar nicht, Digga. Warum klont er nicht? Warum? Okay, jetzt wird er. Oh, Banane. Oh, wir sind da. Alles ist gut, Freunde. Alles ist gut. Wir halten uns bis hierhin gegen diesen Gegner flawless. Das müsst ihr euch reinziehen. Wir sind gerade einfach flawless am Start gegen ihn. Wir können direkt auch mal das Koboldfass rüberhauen. Je nachdem, okay, der geht dann mit der Hexenmutter. Das gibt natürlich auch direkt einmal den Giftzauber drauf, gar keine Frage. Damit wir das Ding jetzt schon mal irgendwie aus der Bahn werfen. Gibt hier auf jeden Fall das Koboldfass. Der geht dann mit den nächsten Rekruten am Start, mit den nächsten Guards. Wir loggen die einmal, let's go. Der Gegner, oh mein Gott, wieder mit dieser Kombi, ne? Wieder mit dieser Kombi. Es ist so krank nervig, dass er das die ganze Zeit abzieht, ne? Luftpost 1, Luftpost 2. Vielleicht klont er jetzt. Nee, er klont noch nicht. Jetzt wird er klonen. Oh, aber wir haben's, oder? Wir haben's wieder. Was ist das denn für ein Game? Es ist Leben am Limit. Der Gegner denkt sich, WTF muss er da sehen. Und ich denke mir tatsächlich das Gleiche. Ich denke mir auch, was ich da von ihm sehen muss. Dings rauf, zack. Nächstes Ding. Wir müssen unbedingt dieses Scarefass loswerden. Sollte One-Shot sein, ja? Nee, noch nicht ganz. Oh mein Gott, okay, egal. Nado, ganz wichtig, damit das Ding hier auch drauf geht. Okay, der Gegner macht es so. Wir babbeln das hier. Wir haben. Nein, das darf nicht. Nein, das wird nicht genug sein. Das wird nicht genug Schaden sein. Es ist okay. Wir sind noch alive, Freunde. Das Problem ist, der Gegner hat jetzt gerade rausgefunden, dass er uns tatsächlich knacken kann. Und dieses Knacken können, das könnte uns richtig hart den Chaos machen, Freunde. Machen das so, zack. Loggen hier natürlich rein. Auf der anderen Seite muss ich die Puffloss geben. Okay, der Gegner nailt das Ganze. Das ist okay. Wir bubbeln instantly, damit wir hier keine Probleme haben. Und dann können wir hier auf jeden Fall den Point. Nein, das ist so dran. Oh, wir können es nicht verhindern. Wobei, doch. Alles gut, wir sind da. Wir sind noch online, Freunde. Wir sind noch online. Bro, ich habe keinen Schaden gegen das Giant Skelly. Wie will ich das Ding eigentlich deffen? Okay, der Gegner macht es so.
Wir müssen irgendwie sowas machen. Wir müssen irgendwie sowas unendlich Dummes machen, Digga. Wir haben keine Option. Wir müssen das Teil irgendwie verteidigen. Und das ist gefühlt das Einzige, was wir gerade tun können, ist Shepard. Hier gibt es einen Lock gleich rein. Ja, das sollte okay sein. Dann gibt es den nächsten Nado für seinen möglicherweise Klon, ja? Es ist absolutes Leben. Es ist absolutes Leben am Limit. Ich weiß nicht, ob ihr das checkt, ne? Aber es ist so. Wir leben so krass am Limit gerade. Wir werfen das nächste Bell rüber. Wir müssen jetzt auch irgendwie mal aggressiv gehen. Das ist das Problem. Aber aggressiv zu gehen ist eigentlich hier unmöglich. Jetzt fühlt sich der Hexenmutter hier. Hexenmutterbrücke kommen. Er macht es nicht. Schade. Schade, schade, schade. Hätte sein können. Macht er aber nicht. Poison rein. Dann können wir jetzt schauen, ob er jetzt vielleicht wieder klonen wird, um das Ding ranzuboosten. Er macht. Er ist so cheesy, ne? Er ist so cheesy, Digga. Er ist wirklich Schweizer Käse Deluxe. Okay. Nächstes Lock. Jetzt Barrel. Jetzt Luftpost. Nächste Luftpost. Nado. Wegen Klon. Hexenmutter kommt. Andere Lane müssen wir jetzt auch aufpassen. Langsam. Andere Lane müssen wir langsam auch aufpassen. Ne? Shepard. Jetzt Shepard komplett Poison rein. Nächstes Barrel. Wir sind aber da. Wir sind online, Freunde. Wir sind online. Er darf es nicht klonen, wollte ich gerade sagen. Zumindest nicht so, dass er ein Turm kommt. Ist okay. Wir sind noch alive. Alles ist noch gut, Freunde. Alles ist noch gut. Er stirbt nicht. Two-Shot. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal eine Nado rein, damit hier keine Bats oder sowas hinterherkommen. Dann gibt es hier das. Dann gibt es hier auf jeden Fall einen Log, wenn das Ding drauf geht. Sauber. Poison ist da. Nächstes. Wir haben es. Oder haben wir es? Wir haben es. Jetzt eine Nado rein, damit er nicht klont. Let's go, er muss klonen, er klont, aber wir haben Nado und das Game ist durch und damit sind wir am Ende des Videos. Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen, haut rein, bis dann, schön mit Öl.